Glückwunsch, deine Racer-Karriere ist abgeschlossen. Glückwunsch, sag's halt nur noch, Schwuler. Geh zurück und probiere die restlichen Speedlists und tritt über Autolog gegen deine Freunde an. Die Rivalität geht weiter. Okay, ich rede es auch so schwul weiter. So, da sind wir wieder bei Need for Speed Rivals. Wir haben ein neues Auto bekommen. Also ich kann gar nicht so lange reden, ey. So, ja, super. Wir haben ja gar nicht so viel Kohle. So, und wie kriegen wir den freigeschaltet über Overwatch? Die Karre haben wir noch gar nicht. Das ist aber ein bisschen blöd. Wie kriege ich jetzt am besten schnell Punkte? Einfach ein paar Rennen machen. So, fangen wir einfach mal hier an. Zack. Okay, hat nur einen Stern, aber egal. So, es regnet. Verfolge mehrere sehr schnelle Fahrzeuge auf Eastwood Rise. So, jetzt kommt hier Gegenverkehr. Verfolgung von Street Racern auf Eastwood Rise. So, 12 Kilometer. Ha! Was für ein kurzes Rennen. Ist ja gleich wieder vorbei. Das wäre echt geil, wenn es so mehr so längere Rennen geben wird, so 20 Kilometer oder so. Macht eigentlich schon Fun. Klar, aber wenn man halt immer kaputt geht, ist es halt auch ein bisschen... Wow! Wow, wow, wow. Ganz ruhig, Mann. So, was macht der da? Du hast einen Schaden bekommen. Von den Cops und von mir. Ja, weg da, alle weg. So, da vorne wieder durch die Tanke durch. Und ich habe gerade das Gefühl, dass wir nochmal das Rennen fahren. Also hier die große Tour. Aber irgendwo geht es ja gleich irgendwo rechts oder links weg und dann fahre ich wieder voll falsch. Weil ich noch in dem einen Rennen drin bin. So, wo geht's entlang? Ist ja auch auf die Autobahn. Oh, ne, hier rum. Okay. Jetzt haben wir ein bisschen Gas geben, wir brauchen ja Punkte. Jetzt müssen wir nur... Wo fahr ich rum? Ich Idiot. Ja, wir müssen jetzt nicht unbedingt gewinnen eigentlich. Ist natürlich geil, wenn man hier den... hier die Combo-Punkte hier hoch macht. Oder halt den Multiplikator, eher so gesehen. Damit wir schnell Points machen und dann die insgesamt die 400.000 da bekommen von dem McLaren. An alle, hat jemand Sichtkontakt? Ich verliere den Kerl. So, ja, ich habe auch keinen Sichtkontakt. Wenn ich auch hier voll falsch fahre. So, oder wir können ja auch ein paar Speedlists eigentlich machen. Ich habe jetzt gar keine ausgewählt, aber egal. Könnten wir natürlich auch noch machen, bis wir die Punkte haben. Aber da geht halt immer der Multiplikator weg, wenn man hier, hier in das Versteck reingehen. Na super! Alle vier auf einmal. So, die sind alle so langsam. Bei mir haben jetzt nur so ein, zwei Reifen verloren. Ja, alle vier sind schneller. So, ja, ganz ruhig, hallo. Ja, hallo, geh weg! Gibt's doch nicht. Klemmt mich da ein. Na, was machst du? Idiot. So, mein Leben. Da vorne ist auch das Ziel. So, oh, ja genau, mach den Abkürzung. Ja, ist schon wieder kritisch. So, habe ich da vorne nicht irgendwo das Ziel gesehen? So, geh mal weg. Na, ich geh gleich kaputt. Ist er nicht? Oh, hallo, was für eine Straßensperre hier? Ganz schön fett. So, einmal Gold. Und komm schnell in Versteck. Nicht Versteck. Oh, wow, 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 nicht daneben. Ich meine hier eine Werkstatt. Oh, halben Kilometer, sehr gut. So,
Hammersee? Einmal da drüben. So, aber wir haben ja schon mal 4 hier, den Multiplikator. So, was machen wir jetzt? Ich muss halt mal hier abhauen. Oh ja, es hängt mal. Sehr schön. Interessant halt, wie das Spiel eigentlich weiterläuft, also die Zeit und so. Das ist natürlich auch geil. So, Alter, wo soll ich hinfahren? Eigentlich haben wir nur hier gerade den blöden Heli. Den können wir doch ablenken, oder? Na, da kommt auch ein Kopf. Ja, das ist der Heli um. Das wäre doch lustig gewesen. So, oh. Oh. Ich dachte, da kommt es ein bisschen weiter hinten hier, die Abzweigung. So, gib doch Gas, Mann. Alle Verfolgereinheiten, Achtung, Straßensperre in aktueller Richtung gebildet. So, ich brauche ein paar Punkte. So, mal gucken, ob es was wird. Oh, ich habe gar kein Nitro. So, wow, was macht der? Schön, eine Runde. So, wow, wir entkommen einmal. Sehr schön. Verfolgung des verdächtigen Rasers nicht erfolgreich. Einheiten abziehen. So. Weiß nicht, soll ich mal einen verstecken? Dann könnte man so eine Speedlist eigentlich noch auswählen. Nächstes Versteck, 1,5 Kilometer, ja, geht ja. So, das Versteck ist dann, glaube ich, nach der Brücke, oder? Ach nee, da unter der Brücke. Vor der Brücke, unter der Brücke ist doch was. Müssen wir hier fahren? Da geht's ja runter. Da war ja auch noch ein Versteck. So, und zwar einmal hier. So, schauen wir mal rein. Hier endet es. So, ich kann es hier... Jetzt endet es. Ach, hier gibt es die neuen Lackierungen. Aber von den McLaren, ja super. Heute endet es. Hier endet es. Heute endet es. Jetzt endet es. Alter, du wiederholst dich. So, wir gehen mal in die Übersicht rein. So, hier, das ist ja, ich glaube, nur das Tutorial. Machen wir mal das da. In der wir gehen alle Fortschritte verloren. Meinst du, die Speedlist wächst? Ja, wir haben ja gerade keine aktuelle Speedlist. So, habe ich die jetzt ausgewählt? Ah. Nutze eine Werkstatt. Brauche die Nitro-Anzeige auf. Huhuhu. Übel schwer. So, wir sollen Interceptor machen. Hier oben haben wir einen. So, mal gucken, ob wir das alles in dem Rennen machen können. Ist ja das mit dem blöden Entkommen. Alter, wo kommt denn der her? Was geht bei dem ab? Kommt da voll angejumpt. Angeflogen wie Superman. So, innerhalb von 2 Minuten abhauen. Okay. Ja, EMP, du mich auch. So, ist er. Nicht dran vorbei. So, einmal weggebumst. So, hier haben wir eine Werkstatt. Komm, Gas geben, Gas geben, Gas geben, Gas geben, Gas geben. Ah, der ist schon immer noch so hinter mir. Mir fällt gerade ein, warum habe ich eigentlich nicht den Turbo mitgenommen? Wenn wir gerade so ein blödes Interceptor-Rennen machen. Wir hätten ja auch einen Turbo mitnehmen können. Und auf der Autobahn fahren. Ich könnte ja Richtung da der Brücke gehen, aber... Ob wir das unter 2 Minuten schaffen? Ach, wir müssen ja eh nur Bronze machen. Drauf geschissen. Aber Bronze wäre halt schon geil. Wäre doch schon ganz cool.
So, ach, die 1-2 haben wir schon. Müssen wir noch die Bronze schaffen. Ja, die schaffen wir auch. Fahren wir gleich da runter. Können wir ja gleich wieder ins Versteck reingehen. So, die Speedlist wäre fertig. So, ging auch richtig fix hier. So, gibt auch eigentlich schön Punkte. Wir hatten, glaube ich, nur 5000 und vor die Beendigung haben wir nochmal extra Punkte bekommen. So, hier auch eine 1. So, was haben wir da? Einmal Drift über eine Distanz von 914 Meter. 3 Sprünge absolvieren. Okay, wir müssen gar kein Rennen groß machen. So, wo haben wir denn ein paar Sprünge? Am besten so hintereinander vielleicht. Fangen wir mal da hinten an.